Die STIKO hat für ihre kluge Entscheidung, Covid-Impfungen für Kinder nicht allgemein zu empfehlen, viel Prügel bezogen. Vor allem von Politikern, die nicht einmal den Unterschied zwischen einer Medikamentenzulassung und einer Impfempfehlung verstanden haben. Angeblich fehlende Professionalität der STIKO wurde behauptet. Von Landesfürsten, die gerade selbst knietief in Betrugs- und Bestechungsskandalen in ihrem Land und ihrer Partei warten oder im Aufsichtsrat von Industriekonzernen sitzen, die für weltweit beispielloses Lügen und Betrügen stehen. Lieber Herr Söder, lieber Herr Weil, wir sind froh und dankbar, dass es diese Form von Professionalität in der STIKO nicht gibt. Dass die EMA, deren Vorsitzende in ihrem früheren Leben in der Pharmaindustrie arbeitete, diesem Verständnis von Professionalität näher steht, wundert wenig. Wirkliche Profis, medizinische und wissenschaftliche Experten haben sich von Anfang an hinter die STIKO und ihre Entscheidung gestellt und tun dies unverändert. In einer beispiellosen Aktion haben sich 28 medizinische Fachgesellschaften, darunter alle Kinderärztlichen, unter dem Dach der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, ausdrücklich mit der STIKO solidarisiert. Und ausgerechnet die Chefentwicklerin des AstraZeneca-Impfstoffs, Professor Sarah Gilbert, stärkt in einem Interview mit der Welt vom 17.07. der STIKO den Rücken. Sie sagt, wenn also die Übertragung nicht zu verhindern ist und Kinder weder schwer erkranken noch sterben, dann stellt sich die Frage, lohnt sich das Impfen bei Kindern? Der Nutzen des Impfens ist für Kinder viel geringer als insbesondere für ältere Erwachsene. Ende des Zitats. Vor allem aber hat jetzt die englische Impfkommission, das renommierte JCVI, eine offizielle Empfehlung ausgesprochen, die im Wesentlichen identisch ist mit der der STIKO. Covid-Impfungen für Kinder mit Risikofaktoren oder gefährdeten Familienangehörigen und nur für die. Ich zitiere, The JCVI is not currently advising routine vaccination of children outside of these groups based on the current evidence. As evidence shows that COVID-19 rarely causes severe disease in children without underlying health conditions, at this time, the JCVI's view is that the minimal health benefits of offering universal COVID-19 vaccination to children do not outweigh the potential risks. Almost all children and young people are at very low risk from COVID-19. Ende des Zitats. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nein, lieber Herr Weil, lieber Herr Söder, auch und schon gar nicht von Ihnen. Denn wirkliche Profis sind sich einig. Kinder brauchen keine Covid-Impfungen.